Aua! Hallo! Vorhin, da bin ich auf dem Eis ausgerutscht und voll hingeknallt. Das hat vielleicht wehgetan. Kommen wir zum 20. Tag. Das Frauchen, das hat Bruno und Soja vor die Tür gesetzt, weil sie möchte das ganze Haus von oben bis unten putzen. Jetzt sitzen Bruno und Soja draußen in der Kälte. Die Pfützen sind gefroren, so kalt ist es. Wuff, wuff. In 4 Tagen ist Weihnachten. Stimmt. Dann wissen wir endlich, wie Engel aussehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, zuerst müssen wir die erstmal erwischen. Wuff, wuff. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssten wir wieder ein ganzes Jahr warten. Stimmt. Weißt du was? Wir wechseln uns ab mit Wache schieben. Aber in dem Moment fällt Soja ein, dass Bruno seine Wache bestimmt verschlafen würde. Wir könnten den Engeln eine Falle stellen. Ja, das ist eine gute Idee. Zum ersten Mal sind die beiden gleicher Meinung. Wuff, wir könnten ein Loch buddeln. Engel, die fliegen doch. Die fallen doch nicht in ein Loch. Wuff, ja, das stimmt. Dann spannen wir ein Netz. Die Kinder haben doch ein Volleyballnetz. Das hängen wir auf. Ja, aber wie hoch sollen wir das Netz hängen? Hoch oder tief? Weißt du was? Wir locken die Engel mit was Fressbarem an. Uff, das ist eine gute Idee. Wir nehmen eine dicke Wurst. Nein, wir nehmen süße Milch. Jeder weiß doch, dass Engel von Katzen abstammen. Egal, wir nehmen Wurst und Milch. Sollen wir die Wurst und die Milch vor die Tür oder vors Fenster legen? Die Wurst vor die Tür und die Milch vors Fenster. Genau. Und zur Sicherheit, da buddeln wir noch ein Loch. Genau. Die beiden machen das und buddeln. Und wie geht's wohl weiter? Morgen erzähle ich weiter. Tschüss. Ich muss hier aufpassen, es ist total rutschig.